Are you ready? Not yet. Something's wrong. Have you tried turning it on and off? Yes. You can try for yourself. Oh, that's strange. It usually works for me. God, just shut up. Try another one. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Crime Scene Simulator. Ja, können wir das vielleicht irgendwie aufhängen? Nee, ne? Dann fällt das nur runter. Okay, vielleicht kümmert er sich dann doch später nochmal darum. Sorry, hallo, mein Süßer! But it's no time for a walk. Hast du gehört, dass hier was auf den Boden gefallen ist und hast gedacht, ich bin umgefallen? Du wolltest mal nachschauen, was los ist. Das ist aber lieb von dir. Ich suche mein Handy. Moment, wo ist mein Handy? Da. Morning, Kowalski. This time I have an easy peasy job for you. You need to clean up the dead rat, Tyler. One small apartment, just a few bodies. Go to his place, tidy it up, and that's it. That fool and his Noma girlfriend hosted a conspiracy meeting against me. Now at least I'm done for good with this Noma shit. For fuck's sake, Tyler. You of all people should have known that this guy wouldn't let it pass. Au! War das mein Nachbar? Tyler? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Tyler Novak, Tyler der Geschäftsmann. Was geht ab, Herr Kowalski? Wissen Sie, in letzter Zeit habe ich viel über die Zukunft nachgedacht. Das ist irgendwie verrückt, denn es fing alles an, besser zu werden, seit Sie mir aus dieser Rob-Situation geholfen haben. Die Leute in der Gang respektieren mich jetzt wirklich und ich fühle mich, als hätte sich mein ganzes Leben schnell um 180 Grad gedreht. Ich habe viele, viele Pläne. Ich denke sogar daran, in Zukunft mein eigenes Geschäft zu gründen. Finden Sie etwas Freizeit und ich werde Ihnen die Details persönlich erklären. Jim ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber er ist verdammt gut zu seinen loyalen Leuten. Big Jim ist der, der angerufen hatte, ne? Und ich bin der Loyalste, der beste Gangster überhaupt. Er spricht auch gut von Ihnen, also schätze ich, wir können irgendwie auf derselben Seite sein. Haha. Aber nur für den Fall, lassen Sie mich wissen, ob ich etwas für Sie tun kann. Ich schätze nicht mehr, ne? Big Jim, Rattenproblem. Es stellt sich heraus, dass einige Überbleibsel der Nomaden versuchten, ihren letzten Willen zu erfüllen, indem sie sich an mir rächen wollten. Armselige Bastarde. Jedenfalls habe ich sie zuerst erwischt, wie ich es immer tue. Diese dumme Ratte Tyler versuchte, eine Ex-Nomadenschlampe zu beeindrucken und hat mich verraten. Er hat diese Typen sogar zu einem geheimen Treffen eingeladen, um ihrem Plan beizutreten, um mich auszuspielen. Als ich das herausfand, schickte ich meine Leute, um ihren Spaß zu verderben. Jetzt sind sie endgültig erledigt. Jim. Drei Opfer, aber 8000, das ist auf jeden Fall wesentlich mehr als uns. Freundliches Feuer. Okay. Dann gehen wir mal zum Auto. Das, ja. Hatte ich vorher auch dieses komische rosa Ding da drin? Ich weiß nicht. Ah, ne, das ist das Schlafzimmer. Tschüss, mein Süßer. Papa ist bald wieder da. Das wäre hier. Zack. It'll be a long night. Kapitel 6. Freundliches Feuer. Sometimes I wonder if it all had to end up like this. Tyler was a grown man making his own decisions. There was nothing more I could do to save him. But was that death truly necessary?
Tja, wir sind im Erdgeschoss. Wir haben, wie auch immer, durch diese kleine Tür hier diesen riesigen Container mitgebracht. Tyler. I still have more work to do. Ich wollte gerade sagen, das ist, damit man gehen kann, oder? Ich habe gerade schon zu viel bekommen. Okay. Die Katze ist auch wieder schön überall, beziehungsweise zwei Katzen waren es ja, glaube ich, auch wieder schön überall durchgelaufen. Wunderbar, sowas lieben wir, wenn wir anfangen. Machen wir erstmal hier die Katzenpfötchen. Blutigen Katzenpfötchen weg. Naja, eigentlich sollte der jetzt besser sein, aber irgendwie macht er das nicht. Den nehmen wir auch direkt mal weg hier. Können wir irgendwas öffnen? Nee, ne? Ich müssen wir auch mal zerschlagen, würde ich sagen. Moment, halt, stopp. Wir haben doch unser... Nicht dieses Werkzeug. Spot for cleaning should be nearby. Was? Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber wir stellen es mal raus. Just a little more effort and room will be ready. Mhm. Ii. Was zur Hölle? Ich habe das Ding noch nie benutzt, ne? Gehst du jetzt kaputt? So, ich glaube, das reicht. Ich bin mir nur nicht sicher, ist das Ding jetzt fertig? Ne, 17%. Aber er macht den ganzen Raum, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das ist echt mal was, was man mal ausprobieren müsste. Ach, das ist nicht euer Ernst. Wie klein soll das Ding denn noch gehackt werden hier? Soll ich das auch noch hacken, oder? Das ist jetzt wirklich lächerlich. Ach so. Ist ja gut, ist ja gut. Scheint aber nur eine kleine Wohnung zu sein. Zumindest hat er das auch schon angedeutet. Ach, das dahinter, ne? Room cleanliness is improving. Aha. Wenn ich das zwischendurch mache, bringt mir das dann trotzdem schon einen Vorteil oder noch gar nicht? Weil der ist jetzt bei 45%. War da noch was? Nee. Was haben wir denn hier? Sehr geehrter Herr Novak, bezüglich Ihrer kürzlichen Bewerbung haben wir gerade eine perfekte Wohnung für Sie und Ihre reizende Freundin gefunden. Sie hat eine große Küche, ein Badezimmer, zwei Zimmer und einen Balkon und befindet sich in einer ruhigen Wohngegend mit guten Verkehrsanbindungen und Geschäften in der Umgebung. Ich freue mich, Ihnen von der möglichen Unterzeichnung eines Immobilienkaufvertrags eine Besichtigung zu geben. Alles liegt im besprochenen Budget. Homeline Advisor Group. Das ist wahrscheinlich dann das... Ich denke mal, das ist die Wohnung, von der mir, oder über die der mir berichtet hat. Ach, das war gar nicht das, was ich wollte. Moment. Ja, Heizkanone. Wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht. Ach ja, ich kann ihn jetzt auf den Rücken tragen. Ja, stimmt. Ja, du bist noch am Arbeiten. Alles gut. Ich darf aber trotzdem schon mal anfangen, oder? Sonst dauert das zu lange. Wo kommt denn der eigentlich hin? Ach, die kommen alle hinten ins... Okay. Hat er gerade Au gesagt? Okay. Die KI wird wehleidig. Dabei soll die KI doch eigentlich nur die Blutflecken verbessern. Also, dass ich die besser abkriege. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das tatsächlich funktioniert. Ich hätte das Ding... Ja, vielen Dank. Ich hätte das Ding vorher mal benutzen sollen. Habe ich so... Ja, ist ja gut. Ich stell dich ja schon wieder weg. Alles ist gut. Moment. So, du weg. Ich den da. Den habe ich jetzt aber nicht. So. Hä? Ach so, da legt er den wieder automatisch hier hin. Ja, aber ich könnte mir mal eben auch eine Lampe hier hinstellen. Das ist ein bisschen einfacher. Kann ich die Blutflecken hier besser sehen?
Sind auch noch welche dran. So. Da sehe ich jetzt nichts mehr gut. Das ist kaputt. Das kann ich schnell machen. Perfekt. Also entweder ist das jetzt Zufall oder das Ding bringt wirklich sehr viel, weil sonst auf den Teppichen hätte das normalerweise immer sehr viel länger gedauert, meine ich. Oh. Naja, die Katzen gehen halt überall hin, ne? Oder wie war das? Hat er jetzt den Fußabdruck? Ja. Ist hier oben noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Achso, ich habe die erste Leiche gefunden. Oh. Ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Okay. Ich glaube, bis hier hinten, ja, wohl doch, jetzt geht's eigentlich. Nein! Ich weiß auch noch gar nicht, wo das Badezimmer ist. Ja, natürlich da hinten, wo ich noch nichts sauber gemacht habe, war ja klar. Ah, okay. Ist es schlimm, wenn man diese Spuren sieht? Ist das jetzt nur Zufall? Irgendwo hier rechts, denke ich mir mal. Ach, da hinten, okay. Oh, sag mir bitte, du hast da noch genügend drin, dass ich hier keine Fußspuren hinterlasse. Okay. Jetzt habe ich den aber hinten stehen, ne? Ah. Ist das euer Ernst? Ja, zumindest habe ich den Weg jetzt schon mal frei gemacht, soweit. Hello? Wieso steht der jetzt hier? Da habe ich den aber nicht hingestellt. Oh, Hallöchen. So. Wir haben uns auch gar nicht so richtig umgesehen. Moment, da ist die dritte Leiche. Neben dem Bett da hinten. Ich will jetzt nicht so reintreten. Warum liegt hier eigentlich überall Geld mitten auf dem Boden? Ja, ich würde sagen, da wollte sich eigentlich einer am Alkoholschrank bedienen. Der ist dann dankend abgelehnt worden. Okay. Wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, dann können wir mal eben die ganzen Patronenhülsen mitnehmen. Und ich würde sagen, auch direkt hier schon mal reinigen, weil das steht ja jetzt nebenan, ne? So, obligatorischer Blick. Können wir irgendwas öffnen oder irgendwelche... Oh, was haben wir denn? Ein Schwangerschaftstest? Positiv. Sie war schwanger. Ja, da würde ich dann auch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Hier ist noch eine Tür. Oh, Hallöchen. Ich glaube, ich habe die letzte Leiche gefunden. Ich weiß nicht, welche von denen jetzt die Schwangere gewesen ist, aber naja. Ach, wieder mal Geldwäscherei hier im Badezimmer. Da ist nichts zum Klauen, ne? Habe ich mir auch nicht gedacht. Da, komm, stell es doch ein. Ist ja eigentlich auch egal, weil ich krieg's ja sowieso auf den Rücken, fällt mir gerade ein. So. In der Dusche geht das immer alles sehr schön. Und natürlich auch schnell. Da ist nur noch der Körper. Okay. Ach, dann schmeißt der mir das einfach hier. Okay, verstehe.
Kann man da was mitmachen? Vielleicht so irgendwie in den Nebenraum kommen oder sowas? Moment, Moment. Zusätzliche Werkzeuge. Das möchte ich jetzt wissen, weil das hängt hier so komisch schief. Öffne. Hallöchen. That must have been for a rainy day. Mhm, für einen regnerischen Tag. So, so. Aber das kann man nur schließen. Kann man nicht da rein? Das sieht da hinten so... Ich will da rein. Ich will in eine andere Wohnung oder so. Na gut, aber vielleicht kommt man da jetzt nirgendwo an. Ach, jetzt sieht es auch besser aus. Jetzt ist es richtig angehangen. So, so. Hätte ich vielleicht mal in den anderen Häusern gucken sollen, wa? This isn't the kind of trouble I can get you out of. Ach, das war Tyler selber. Der Tyler, den wir kennen quasi, ja? Who knows if I won't end up like that one day. Ja, das wollen wir doch mal nicht hoffen. Wir tun ja alles dafür, dass es nicht so ist. Ich meine, wenn wir gut arbeiten, dann... Ach, stimmt, hier hinten ist ja noch... Also, da ist noch mal eine Tür. Oh Gott. Wie weitläufig ist denn das hier? Ich habe da hinten jetzt die Lampe. Ich muss hier so ein bisschen gucken. Dann würde ich mich sagen, fangen wir hier hinten an. Weil das ist halt so ein Nebenraum hier, ne? So. Ich weiß auch nicht, ob das Gerät jetzt hier das auch mitgemacht hat. Aber theoretischerweise hat das Gerät die ganze Wohnung jetzt beeinflusst, oder? Dass es so schneller geht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das vorher schon benutzt. Ganz ehrlich, ich hatte es ja schon drin. Deswegen... Das ist so genial. Oh, das ist nicht so genial. Das ist übertrieben, dass das ganze Blut immer an der Wand oben an der Decke hängen muss, ne? Okay, da sind keine Flecken mehr zu sehen. Aber sehr kunstvolle Gemälde immer in solchen Räumen. Das ist mir schon aufgefallen. Da ist nichts mehr. Oh, aber hinter der Tür ist noch ein bisschen was. Aber ich glaube, unser Tank geht auch gleich wieder zur Neige. Das ist kein... Nee. Ach, das ist die Küche. Also... Okay. Looks like normal party supplies. 5 Chips, 3 Popcorn, einmal Butter, dreimal Tiefkühlpizza, einmal Salzstangen, ist aber sehr wenig. Also 5-mal Eiscreme, einmal Waffeln, Hummus für Carla und unendlich viel Bier. Ja, nee, ist klar. Oh. Dienen da drin. Das ist kaputt. Mal eben schauen. Hier ist erstmal nichts zum Klauen. Okay. Also Moment. Dich setzen wir erstmal hier dran zum Aufladen. Du kommst erstmal mit. It wasn't the best time for snacks. Aber ich glaube, es war nicht die beste Zeit, überhaupt irgendwas in dieser Wohnung zu machen, habe ich das Gefühl. Gut. Passt du da? Hallo? Sie will nicht. So besser? Nee, es war ein eher. Oh, Entschuldigung. Habe ich jetzt erst gesehen. Was war denn das hier eigentlich? Ach, das ist der andere Durchgang zur Küche. Ach so. Da kann man vielleicht noch raus oder so. Ich muss ja überall auch immer mal nach Geheimnissen gucken, ne? Ihr wisst das ja, ihr kennt das ja.
Hinter allem kann sich was verstecken. Oh ja. So. Ach nee, das Ding habe ich noch hier stehen, genau. So, der ist sauber. Oh, Pizza war noch... Aber das ist ja wirklich die big, riesige Jumbo-Pizza hier. Hallo? Da ist eher alles kaputt. Da kann ich auch mal eben so drüber gehen. Katzen sind auch schon drüber gelaufen. Wunderbar. Habe ich mehr zu tun. Aber leider werde ich dafür nicht bezahlt, wenn ich mehr zu tun habe. Deswegen. Oh, fresh clean. Sehr schön. Benutze. Achso, benutze ich das. Okay. Was ist das denn? Ach, das ist ein Feuerlöscher, der hier drin backt. Sag mir das doch einer. Du bist eine Wäscheklammer, ne? Ja gut, da scheint auf jeden Fall nichts drin zu sein, was wir irgendwie brauchen. Wir räumen ja erstmal den Müll weg, würde ich sagen. Mit den hier schon mal andersrum. Zack. So. Da habe ich aber auf jeden Fall schon mal eine kleine Abkürzung. Das ist gut. So. Viele Flaschen, die kaputt gegangen sind. Vielleicht war das ja auch alles kein Blut. Vielleicht war das auch alles nur... Achso, ich kann nicht mehr. Achso, das ist das Blaue, ne? Der setzt das automatisch da unten an. Ja, ich wollte gerade sagen, was hat er denn da jetzt gemacht? Das war der Ball. Das müssen wir nachher noch nach drüben machen. Das ist auf der anderen Seite. Da kümmere ich mich später drum. Mach jetzt erstmal hier die Küche. They spared no bullet. Ja. Denke ich auch. Da oben ist wieder so ein Ding. Können wir aber nicht nochmal hin, oder? Ah, ich habe eine Kassette gefunden. The End. Ja. Nehmen wir mal einfach so hin. Okay. Eigentlich würde ich sagen, müssten wir die Pizza auch wegmachen. Weil so weiß man ja sonst, dass hier irgendwie eine Party im Gange war. Ja gut, das wird man auch so sehen. Muss ich jetzt dazu sagen. Interagiere. Scheint aber nichts drin zu sein. Moment, ist da... Wenn ich das auf hab, was willst du denn jetzt von mir? Das ist aber doch von auf der anderen Seite, oder? Das ist doch jetzt nur... Moment, hier ist jetzt aber nichts, was ich irgendwie klauen kann. Nee. Aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Ah, wer hat denn bitte 300 Dollar, Euro, was auch immer, in seiner Schublade in der Küche? Und wer bitte hat Paprika in der Schublade stehen? Das ist ja vollkommen unrealistisch hier. So, andersrum. Ja, zack. Okay. Gut. Müll, wir haben noch Müll. Ich glaube, der Raum ist clean. Würde ich zumindest mal glatt behaupten. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier rein. So. Nein. Ach. Hallo. Du sollst sie mir nutzen. Genau. Was haben wir hier? Ah, und wie sieht es bei dir aus, Benny D?
Edeka, ich arbeite gerade an meinem Leben. Ah, was meinst du, Benny D? Ich habe einen neuen Job gefunden. Normaler Job. Benny D? Zeit weiterzumachen. Ah, du? Normaler Job? Ah, ja klar. It looks like they were trying to get their lives together. Es sieht so aus. Kriege ich das so hin? Irgendwas habe ich jetzt wieder kaputt gemacht, oder? Natürlich. Kann man da raus? Ich mache schon mal für die Katzen sauber, damit die sich wenigstens in der Wohnung hier noch bewegen können. Aber ich glaube, da kann man nicht raus, ne? Schließe, öffne. Ich lass mal auf, damit die Katzen wenigstens zur Not noch irgendwie raus können. Weil da wird wahrscheinlich jetzt erstmal sich keiner mehr um die kümmern hier. Ich bin ja ein Tierfreund. Ach, das ist eine Gaming-Ecke. Ah, okay. Okay, muss ich hier wieder? Ja, das war mir klar. Machen wir doch. Das ist soweit okay. Das hier noch? Ja. Wieso war mir das so klar? Hallo? Hä? Jetzt doch nicht mehr? Was denn nun? Entscheid dich doch mal hier. Und wir nehmen den jetzt erstmal raus. Kriege ich den hier raus? The movie night is over. Ach, das war ein Filmeabend. Ich dachte, die wollten was spielen oder so. Was passiert eigentlich mit den ganzen Hüten, die mal hier runterfliegen? Hm. Der andere hat sich, glaube ich, irgendwann aufgelöst. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Rühren wir mal die ganzen Scherben hier raus. Das ist immer so eine Sisyphus-Arbeit, die ich komplett hasse. Bin ich ganz ehrlich. So. Nicht wieder... Ah, ich wollte gerade sagen, nicht wieder kaputt machen müssen hier. Da habe ich die Patrone gerade gehört. Ah, ich habe einen der Chipspackungen gefunden. Oh, schon wieder voll... Eieiei. Als meine Mama mir damals gesagt hat, wenn ich eine Party mache, nee, wenn eine Party ist, muss ich danach immer wieder aufräumen. Dann habe ich mir das aber anders vorgestellt. Nicht so. Außerdem habe ich gedacht, dass ich die Party schmeißen würde. Und nicht, dass ich die Leute schmeißen würde, die auf den Partys waren. Oh, das ist wieder voll. Tschüssikowski. So. Da haben wir noch... Da haben wir zwei... Brauchen wir da zwei oder drei für? Da ist noch ein drittes. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich oben und unten drei, ne? Vierte, fünfte. Aber für die Stühle brauchen wir auch noch welche. Oh. Kann ich gleich wieder auf die Suche gehen, was hier wo verstreut ist. Merkt das schon. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier einigermaßen sauber. Also außer die Wände und natürlich das hier in der Mitte. Wo ich glaube, ich noch nicht drankomme, weil das hier noch nicht weg ist. Oh. Und das da hinten. Ich sehe schon. Aber hier, okay, das Kissen ist noch dreckig. Aber ich hoffe, ich habe ja auch diesen Punkt reingemacht, meine ich zumindest, dass ich keine Spuren hinterlasse. Oder weniger, keine Ahnung. Wenn ich irgendwo durch Blut durchlaufe. Ich hoffe, dass das alles soweit funktioniert. So. Ich wollte eigentlich... Ja, gucken wir erstmal. Moment, das müssen wir wegnehmen. Das war irgendwo hier. So. Something is blocking the way. Natürlich, wie immer. Oh, wieso geht das jetzt nicht? Weil da ein Kissen drunter liegt, oder was?
Tu das doch einfach zur Seite. Was hältst du davon? So. Eins. Och komm, du warst doch gerade grün, wo ich drauf gedrückt habe. Design is my passion. Zwei. Drei. Vier. Ist das schon sauber? Ja. Fünf. Das ist auch sauber. Ja, aber zumindest die Couch schon mal soweit. Haben die Dingfläche irgendwo. Achso, das kommt sogar hier hin. Aha! Ist ja cool. Ich wollte gerade noch sagen, kann man das Dingfläche irgendwo hinstellen, aber. Damit das nicht so, ne, aussieht. Das stellen wir einfach hier hin. So. So. Sieht dann so ein bisschen aus, als ob die hier gelebt haben, ne? Das machen wir weg. Unten war gerade noch was zum Untersuchen, habe ich gesehen. Das ist da drunter, glaube ich. So, nehmen wir den mal hier raus. Der dürfte dann irgendwo hier... Zack. Das weiß ich nicht. Stellen wir einfach hier so hin. Ist der Becher eigentlich so viel größer als die Pflanzen hier? Hallöchen! Warum steht das so offensichtlich dahinter? Hier war doch auch noch was, genau. Sonst ist hier nichts mehr zum Stehlen gewesen. Das ist das Ding, was da liegt. Genau, das heißt, ich muss wahrscheinlich... die Chipstüte wegmachen, weil die das sonst nicht auf die Kette kriegen, das Ding aufzustellen, oder? Ja, es war so klar, es lag an der Chipstüte, natürlich. Ach, und ich habe noch gedacht, das wäre zum Fotografieren hier. Das ist eine Leinwand. Ach, dann ist das der... Ja, ja, ja. Ich hab's verstanden. Das kann man aufheben, aber das Ding kann man nicht benutzen hier, ne? Na, schade. Okay. Pfötchen weg. Ja, natürlich fällt das dann alles runter, war ja klar. So, da kommen die zwei Stühle hin. Andersrum. Natürlich. Ist ja nicht so, als ob das da gerade schon drauf gelegen hatte. Hallo? Ja, geil. Hallo? Hä, das ge... Ja, jetzt kann ich's. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? So. Wo war der zweite Stuhl? Da hinten. Der gehört hier hin. Zack. Ah, stellen wir mal so daneben. Muss ich mal sauber machen. Zack. Fehlt noch ein Kissen. Das scheint... Ach doch, hier. Hä? Ist das das Kissen? Ne, das ist ein anderes Kissen, oder? Das ist ein anderes Kissen. Aber wovon? Den stellen wir dahin. Den machen wir mal kaputt, indem wir hier komplett nass machen. So. Nein. Falsche Taste. Achso, der Stuhl, der steht da um die Ecke. Genau, ein Quietschähnchen. Und hier haben sie endlich einen PC hingemacht. Nicht wie beim letzten Mal. Okay, sehr schön. Den müssen wir, glaube ich, nochmal sauber machen. Genau. Den können wir hier hinstellen. Achso, die Tasse ist gebrochen. Sag mir das doch einer. Da irgendwas drin? Nö. Auch nicht. In die Ecke kommen wir gar nicht erst ran. Ist hier irgendwas? Oh ja, Hallöchen. So viel dann zu, sie wollten ein ehrliches Leben anfangen. Naja gut, vielleicht wollten sie das noch anfangen, aber sie waren noch nicht dabei. Das kann natürlich auch sein.
Dankeschön. Das nehmen wir gerne mit. Das dürfen wir uns vermutlich nicht durchlesen, so wie es aussieht. War das jetzt die Reihe, wo ich... Doch, das war die Reihe, ne? Ja, ja, hier war das Geld drin, genau. Polaroid-Kamera. Dart-Pfeile. Ist hier irgendwo ein Dart-Spiel? Oh. Das will ich wissen. Gibt es dafür eine Errungenschaft? Ups. Wieso hält der nicht? Der hält ja gar nichts. Ich will das jetzt wissen. Alter. Ich will das wissen. Ist das überhaupt möglich, da reinzutreffen? Weil das haut ja immer wieder... Na komm, das ist doch bestimmt eine Errungenschaft, oder? Kommt, Leute. Aber das fällt halt immer darunter. Nein, ich wollte... Ich hab's doch schon gesehen. Auch wenn es zugegebenermaßen sehr, ne? Sehr versteckt jetzt da drin war, weil es genau auf den Abdruck war. So, das ist alles nicht das. Hab ich hier eigentlich schon mal geguckt? Ich glaube, als ich rein... Nee, als ich reingekommen bin, habe ich hier nicht geguckt, oder? Also nicht, dass ich mich dran erinnern könnte, sagen wir es mal so. So. Boah, ihr Katzen, wo müsst ihr eigentlich noch alles rumlaufen? Und merkt ihr eigentlich nicht, wenn ihr Blut an den Pfoten habt? Jetzt mal ganz ehrlich. So. Wo kommst du denn hin? Schätze mal ein ganz anderes Zimmer. Nee, du kommst sogar dahin. Ach so. Okay. Na gut, dann muss ich das nur irgendwie hier noch rüberkriegen. So. Nein, dreh dich um. Ja, fast. So. Und das muss ich noch sauber kriegen. Moment, dann gehen wir hier nochmal eben... Weil ich glaube, den müssen wir nochmal kurz aufladen. Hallo? Den habe ich da hinten. Das war ja wieder klar. Da habe ich den. So. Ich muss auch danach dann nochmal gucken, ob ich irgendwo nochmal was finde, so geheimnismäßig. Nee, ich muss erstmal noch... Achso, ich habe den doch sowieso dann auf dem Rücken. Ich bin ja auch doof. Ah! So doch nicht! Dich nehme ich erstmal mit. Aber das zeigt mir auf jeden Fall auch, dass das was Rotes ist. Das muss dann wirklich irgendwo anders herkommen. Hm. Wieder eine Gitarre. Bassgitarre. Ich habe leider nur bisher immer noch keine Errungenschaft dafür bekommen. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Vielleicht muss man tatsächlich mal alle gespielt haben oder so. Keine Ahnung. So, das ist alles kaputt. Wo muss ich dich denn hinbringen? Das werde ich mir auch gleich mal genauer ansehen müssen. Also so, finde ich, sieht das aber schon stylisch aus, ne? Also von den Farben her und so. Nicht, dass da mal irgendwie einer drauf kommt, echtes Blut zu nehmen. Was ist denn das hier?
Muss gleich mal gucken. Echtes Blut zu nehmen und dann den ganzen Tag diese UV-Lampen da anzumachen. So als Kunstwerk sozusagen. Und dann verschiedene Farben dazu herzustellen sozusagen. Das wär's noch. Just think of the money. Money. All nice and sparkly. Nein, die große Vase werde ich jetzt nicht kaputt machen. Konnte ich kein Bett leisten? Ich meine, das ist alles so schön hier eingerichtet und dann haben sie hier Paletten, Industriepaletten, so wie es aussieht, unter der Matratze. Oder sie haben sich gerade ein neues bestellt, das kann natürlich auch sein. Ah ja, es war ja wieder klar. Na gut, machen wir es so. Okay. Da sind noch drei Sachen zum Mitnehmen. Das kann ich noch ranschieben. Andersrum. Ja. Sudoku. Das ist cool. Das habe ich auch immer jahrelang gespielt. Mittlerweile bin ich umgestiegen zum Nonogramm, heißt das, glaube ich. Amateurs. Ist aber genauso. Naja, witzig ist vielleicht das falsche Wort. Alter! Das ist ein kleines Tipi! Für die Katzen, oder was? Oh. Day 17 of Sudoku Therapy. So, yeah. I'm solving Sudokus again. I'm kinda starting to get how it works. My therapist told me that it's good for my mind, but this shit is hard! Like, what number am I supposed to type in here? God, you better be right, Doc, because I am freaking stretching my mind here. But I think I actually feel slightly better. Sudoku therapy. Maybe you should have thought about getting a second opinion on that. Ich wollte gerade sagen, weil Sudoku ist doch keine Therapie. Das ist halt was Schönes, was man machen kann, aber Therapie? Ich meine, da muss man sich ja noch nicht mal irgendwie anstrengen oder so großartig. Also nicht. Ein bisschen drüber nachdenken schon, klar, aber jetzt nicht so irgendwie extrem anstrengend oder so. Moment, da ist die Lampe, die hier vorne hängt. Wieso hängt die denn hier vorne? Wollten die den Einbrecher damit erschlagen oder was ist das? Was ist das? Ich würde gerne wissen, was das ist. Drehen. Ja, aber ich kann es nur so drehen. Ja. Och komm, willst du mich veräppeln? Das habe ich so, dass ich das aufheben kann und angucken kann. Was soll denn das sein? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bist du leer gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Du warst leer, okay. Dann müssen wir darum. Also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas, was man benutzen muss, aber... Also irgendwo wieder zurückhängen muss, das meinte ich jetzt mit benutzen. Aber was das sein soll, ich habe absolut keine Ahnung. Oops. Nein, ich habe jetzt nicht von hier vorne da hinten die Vase getroffen. Wollt ihr mich veräppeln? Die habe ich jetzt so schön mit der Hand sauber gemacht. Alter Schwede. Wieso bist du immer noch rot? Da ist überhaupt nichts mehr dran. Ach, da oben? Dein Ernst? Ach ja, hier ist noch was. So. Ups. Das habe ich gar nicht gesehen. Oder das kommt jetzt tatsächlich daher, weil ich meinen Druck noch erhöht hatte, irgendwie vor kurzem. Oder die Reichweite. Nee, die Reichweite war es. Habe ich erhöht. Ja, sieht eigentlich gut aus. So, schmeißen wir den erstmal weg. Ach, dass das immer ausgeht, ne? Da liegt ja noch eine Leiche. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich schätze, das ist die Schwangere, ne? Okay.
Ach, ist das der so ein elektronisches Bauteil vielleicht von Fernseher oder Monitor oder sowas? Ja, der packt das einfach ein. Oh. Okay, verstehe. Da ist auch noch Blut oder was? Warum ist hier auch noch Blut? War aber nicht so abgemacht. So. Ja, das war jetzt sehr intelligent mit der Vase. Super. Habe ich wieder toll hingekriegt. Was ist das denn? Ach so, Tüte herausziehen. Ach, ich dachte gerade, der meint das Ding. Ja, ja, das ist klar. Jetzt gehen wir erstmal weg. Aber der Becher hier, der irritiert mich irgendwie total. War doch vorher nicht da. War das eine Tastatur? Moment. Hä? Ach, hier sind noch Scherben. Ach so. Und das war zum Entsorgen. Das war gar nicht, um es irgendwo hinzulegen. Ha! Scheiße. Ja, dann. Okay. Da kann ich noch was angucken. Dann kann ich das, glaube ich, erstmal wegtun. Sorry, Paul. This was out of my control. I hope at least you're reunited with your son now. Ja, ich glaube, er hatte da irgendwas erzählt, dass der Sohn gestorben ist oder so. Hier fehlt noch eine Schublade. Wo sind denn hier noch Schubladen? Nee, halt, stopp. Das Ding darf auch nicht da stehen. Das steht eigentlich hier. Was bist du? Du bist ein Tacker. Haben wir ja sonst noch irgendwelche geheimen Drogenverstecke oder so? Ich meine, da sehe ich jetzt so spontan nichts. Ich denke immer noch, dass das da hinten eine Errungenschaft sein könnte. Aber es hat ja leider, leider nicht geklappt. Nein, ist das dein Ernst? Was habt ihr denn noch alles da drin? Oh, dieser Disrespekt der Katze gegenüber, ne? Hier einfach die Sachen hinzuwerfen. Das geht ja mal gar nicht. Okay. Ne, das war jetzt nur das Zeichen. Ich dachte gerade schon, war da was? Manchmal ist es für einen kurzen Moment verwirrend, wenn man die Symbole sieht. Tut mir leid. Guck, da hinten ist noch ein Raum. Hallöchen. Das nehmen wir nochmal glatt mit. First things first. Gotta scrub, scrub, scrub. Ja, wie putzen, putzen. Ist doch nichts mehr dran. Hä? Ist doch kein Blut. Seid ihr doof? Oder hat das denn jetzt damit zu tun, oder? Cleaning comes before fixing. Hä? Ja, und hier braucht er das nicht, oder wie? Nein. Ach, du sollst nach vorne gehen, Mann. Dann er. Nee, jetzt kann man es immer noch nicht machen. Ich mache jetzt erstmal die Leiche. Hier weg. Ich guck hier gleich nochmal. In allen Ecken. So. Ja, so geht's auch. Interessante Pose. Aber kriege ich dich auch da rein? Also, ich meine, deine Vorlieben will ich ja nicht wissen. Ich will dich ja eigentlich nur da reinkriegen in die Tüte. Die hat auch so einen Hut. Hä? Wieso haben die alle Hüte auf, wenn ich das hier mache? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Okay, so. Ach, da. Nein, da oben ist nicht ein mini kleiner Blutfleck. Ist das euer Ernst? Und deswegen kann ich das Ding nicht verstehen. No one will even notice. Kann man nicht öffnen? Aber kann man doch bestimmt irgendwo hier draufstellen. Nein, kann man nicht. Kann man hier draufstellen. Okay. Da ist noch eine Patrone. Die sollte auch keiner finden. Ne? Genauso wie die hier. Ich hoffe, dass hier drunter jetzt keine mehr sind.
Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Ich kann das Ding nämlich nicht mehr verrücken. So, aber eigentlich sieht das soweit recht gut aus. Kann man ja irgendwas mit dem Fenster machen? Ich glaube nicht. Ja, das hat super funktioniert. Oh Gott. Okay. Das dürfte, glaube ich, die letzte Leiche sein. Du bist auch schon wieder fast leer, ne? Habe ich mich hier... Ja doch, hier bin ich reingekommen. Hier habe ich, glaube ich, am Anfang... Ja, ja, das war auch der Schwangerschaftstest, genau. Okay. Also, wer mal Tipps für die Säuberung am Tatort braucht, ne? Alter! Ich krieg das noch hin, in jeder verdammten Runde diese Scheißvasen kaputt zu machen, ohne dass ich es wollte. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Kann ich jetzt hier auch mit dem Ding arbeiten? Nee, das wollte ich eigentlich aufheben. Aber natürlich, das klappt dann jetzt auch nicht. Boah, das ist doch echt nicht euer Ernst. Oh nein! Es war der Hausinhaber im Alkoholzimmer mit dem... wie heißt das Ding? Mit dem Kronleuchter. Ich hab's gewusst. Ich bin Cluedo-Experte. Nein, 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 nein. Da oben. Nein, 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 nein. Da muss ich aufpassen. Ich will nicht, dass die Gläser kaputt gehen. Ja, oder auch so. Dann machen wir es einfach so, dass das restliche Blut einfach weg ist. Okay, perfekt. Können wir das direkt mitnehmen? You must be Trisha. Tyler talked a lot about you. Moment. Die im Schlafzimmer war gar nicht die Frau, sondern die hier? I wish we had met under different circumstances. Ja. Finde ich auch gut. Trisha, ich habe meine Freunde eingeladen. Wir werden zu fünft sein. Tyler, ich bin mir nicht so sicher wegen Ihnen. Werden Sie keinen Mist bauen? Trisha, komm schon, das sind meine Freunde. Tyler... Ich weiß, Schatz, es ist nur... Nein, ja, du hast recht. Trisha, es wird Spaß machen. Ich glaube, du wirst sie tatsächlich mögen. Lol. Versuch einfach, dich mit ihnen zu verstehen, okay? Tyler, okay, es wird fein. It did not go fine. Ja, nicht wirklich, ne? Hm, wo ist das Ding? Da. So. Da wird der Müllsack wieder ganz schnell voll sein. So, das ist der Beweis. Obwohl, naja, Beweis nicht. Ich glaube, da war ja schon was drin, ne? Ich wollte gerade sagen, dass keine ganze Vase da reinpasst, aber... Wer kann auch damit rechnen, dass wenn man hier was macht, das Ding plötzlich weggebeamt wird hier. Ja, das können wir eigentlich wegmachen, weil die Blutflecken haben ja schon alle, ne? Hier ist auch nichts mehr, was man... Oh, oh doch. Oh doch. Hallöchen. Was ist das für ein Kerl, der überall sein Gras mitten in die Dings reinstellt? Hier. Zigaretten, okay, das verstehe ich ja noch. Aber das Gras? Oh, Hallöchen. Es tut mir leid, ich muss das mit allen machen. Oh. While my guitar gently weeps. Spiel ein paar Gitarren. Ja! Es hat sich doch ausgezahlt, dass ich hier überall die Blöde draufgedrückt habe. Das Bild sieht cool aus. Das sind Sachen von ihm. Da brauche ich nicht ranzugehen oder das wegzuräumen. Was haben wir hier? Okay. Und eine Kassette. Na, Garnacho. Okay. Die Frage ist jetzt nur...
Wir haben noch 5 Möbelstücke, die nicht an ihrem Platz stehen. Was meinen die denn damit? Ich habe nichts gesehen, was noch irgendwie... Ah. Guck mal, das ist noch Müll. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ja, stimmt, das ist ja vorhin kaputt gegangen. Das Wasser. Alter, willst du mich verarschen? Fehlt noch ein Kissen? Jetzt sag mir nicht, der Monitor steht nicht an seinem Platz. Der steht doch an seinem... Der hat den nicht... Willst du mich veräppeln? Der hat den nicht registriert? Muss ich die Bälle hier irgendwie wegräumen, oder... Das ist extra so hingehangen. Hä? Also das Kissen, okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht das, was wir jetzt weggeworfen haben. Hm. Hier aus Versehen irgendwas umgeworfen oder so? Wollt ihr mich veräppeln? Der zeigt mir nur das Kissen. Oh, was ist das da oben? Hallöchen! Okay. Ich weiß aber trotzdem nicht, was das jetzt sein soll. Hä? Da ist noch was zum Klauen, okay. Ich meine, hier habe ich gerade... Oh ja, ein Geldschein. Gerade noch was gesehen, wollte ich gerade sagen. Moment, das Ding muss man hier oben... Nein, nein. Muss ich den irgendwie drehen? Hä? Hallo? Oder muss ich die andersrum stapeln vielleicht? Ah nee, der ist nicht richtig... Achso, verstehe. Der ist nicht richtig drin, dann kann ich den auch nicht... richtig da reinmachen. Verstehe, verstehe. Dann haben wir noch 2 Sachen. Aber wo soll das sein? Hä? Also eins ist klar. Eins ist das Kissen, was sich aber nirgendwo hier in der Wohnung zu befinden scheint. Bin mir auch nicht sicher, was jetzt da oben mit ist, ob wir da schon alles gemacht haben. Hm. Oh. Ja. Die Seife vielleicht? Das Bild an der Wand, wollt ihr mich denn verarschen? Ja, aber...
Was ist mit dem Kissen? Und was ist das hier? Moment, das habe ich gar nicht gesehen. Bitte nichts anfassen. Ich bin es leid, ständig die Seiten zu wechseln und wir müssen sparen. Liebe Grüße, Trisha. Tyler seems to have liked music, but I guess music didn't like him back. Ah, wenn ich da drauf drücke, sehe ich nicht. Kann man auch nicht aufheben hier, ne? Kann hier auch nicht drauf. Hier muss doch irgendwo noch ein Kissen liegen. Oder geworfen sein oder keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es da drunter. Hier kann ich ja jetzt nichts mehr drunter sehen. Waschen oder so? Kann hier irgendwas. Also ich hoffe wirklich inständig, dass es nicht das war, was ich in den Mülleimer geworfen habe. Aber ich wüsste nicht, dass man neuerdings Sachen, die man wegräumen muss, in den Mülleimer werfen kann. Habe ich mich jetzt erschrocken. Das kann man alles aufheben, aber... Ist das in einer der Kartons drin oder was? Ich wollte gerade sagen, da liegt doch noch was. Ach, guck mal. Ach, da ist das Kissen. Bin ich denn blind? Aber werde den Müll los? Was für ein Müll? Moment, irgendwo habe ich doch bestimmt noch irgendwie eine so eine kleine Patrone oder irgendwas übersehen, oder? Ah, ich hasse das, wenn ich jetzt nach sowas suchen muss. Habe ich irgendwas übersehen? Aha, ich wusste doch, es ist eine kleine Patrone. Ja, äfft euch doch. Der Raum ist sauber. Das Einzige, was ich nicht weiß, ja gut, das ist eigentlich so ein... speziell isolierter Raum, ne? Da wird wohl nichts sein. Ist da sonst kein Secret mehr? Das wundert mich so ein bisschen. Wir haben hier ein Secret, wenn das ein Secret überhaupt ist, haben wir gefunden in dem Lüftungsschacht, aber sonst habe ich keins gefunden. Tja. Ich denke, wir sind fertig. Ich weiß halt nicht, ob dahinter noch ein Secret wäre. Ne? Ich kam ja nicht da durch. Das ist das Blöde. Obwohl ich nur gesprungen bin. Moment, eine Sache probiere ich jetzt nochmal eben zum Abschluss. Ich probiere nochmal. Nee, aber da kann ich nur... Nee, nee. Ups, da kann ich sonst nichts mehr machen. Nun gut. Tja. Also, Spiel sagt, wir sind fertig. Ich sage, ich bin irritiert, weil ich noch kein weiteres Secret mehr gefunden habe. Aber es kann natürlich auch sein, dass es hier nur eins gibt. Man weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch, obwohl wenn da ein Loch wäre, würde ich nur in die Küche kommen. Also ist das eh egal. Achso, das war der Ausgang, genau. Ich gucke hier nochmal kurz nach. Schlafzimmer bin ich ja eben nochmal gewesen. Hier kam ich nicht raus. Das konnte ich nur schließen. Tja, ich denke. Ich hoffe. Ich glaube aber eher daran, dass wir jetzt eins nicht haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir schauen mal.
So, das ist klar. 100% Blut, 100% Müll, 100% Möbel. Zwei Beweise, 5 Leichen. Jetzt kommen wir ans Eingemachte. Sechstausend haben wir gestohlen. Das ist schon eine gute Summe. Das ist fast doppelter Einsatz. Ja, nicht schlecht. Ganze Liste anzeigen. Ach nee, dann würden wir alle gestohlene Sachen sehen, oder? Das brauchen wir jetzt nicht. Bin ich echt mal gespannt. Geheimnisse. Zwei Kassetten haben wir gefunden. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe noch nichts gehabt, wo ich nur ein Geheimnis hatte, glaube ich, bisher. Das zweite habe ich nicht gefunden. Vielleicht hat das irgendwas, wenn man das jetzt hier gerade so sieht, damit zu tun oder so, dass hier irgendwo was lose gewesen wäre. Den Beamer hatte ich ja schon in Verdacht. Oder vielleicht hier so ein Kopf, den man runterziehen könnte und irgendwo geht was auf. Wer weiß, keine Ahnung. Ich meine, seine Drogen lässt er überall offen frei rumliegen. Bis auf die eine Packung da, die er versteckt hat. Und es gibt noch ein Geheimnis. Naja, mal schauen, keine Ahnung. Schade. Aber kann man nichts machen. Wir müssen unser Handy finden. Das heißt, es werden wohl noch ein paar abschließende Worte dazu kommen. Nehme ich an. Outstanding job, Kowalski. This mad Tyler tried to get to me. But I can smell trails for miles. Good thing you, Mr. Kowalski, are not like them. Big Jim is becoming even more unhinged with each day. I just really hope he doesn't get any wrong ideas, so I won't be next on his list. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ne? Falls er mal irgendwie auf einen falschen Gedanken kommt oder so. Ach, das ist mein Badezimmer gewesen. Genau. Wo ist mein Hundi eigentlich hin? Hallo? Hundi? Hundi ist weg. Ich wollte Hundi nochmal streicheln, aber Hundi möchte, glaube ich, nicht. Na gut, dann würde ich sagen, ja, falls ihr wisst, wo das letzte Geheimnis war, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich würde schon gerne zumindest privat dann nochmal die 100% durchmachen. Ich denke, ich werde dann kein Video mehr dazu machen. Ich werde aber auf jeden Fall aufschreiben, wo ich die Sachen gefunden habe. Und werde dann definitiv auf die einzelnen Videos gehen und das Ganze halt eben anpinnen. Oder halt eben euren Kommentar anpinnen, ja, wenn ich da noch nichts angepinnt habe. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich werde jetzt ins Bettchen gehen. Vielleicht finde ich irgendwo noch Hundi, ich weiß es nicht. Vielleicht sitzt er auch im Keller und wartet auf mich, gehe ich mal stark davon aus. Oder er hat sich gerade selbst Gassi geführt, eins von beiden. Und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder mit der nächsten Quest wieder. So rum. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!